Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infinity 1.10. Ich schmelze gerade mein Eisen und mein Gold, was ich gefunden habe gerade. So, und dann können wir endlich weitermachen. Ein Block, sehr gut. Also, die nächsten Folgen Infinity werden etwas kürzer werden, weil ich nämlich hier gerade quasi tagaktuell bin, lustigerweise, und keine Folgen im Voraus habe und somit gerade jetzt hier, wo gerade mega Stress ist und hier die Gacke am Dampfen und ich kaum Zeit für irgendwas habe. Muss jetzt Infinity ein bisschen zurückstecken, aber jetzt nicht so krass, es gibt nur 5 Minuten Folgen oder so. Nein, es gibt jetzt halt, ja, relativ kurze Folgen und wahrscheinlich auch nicht gerade sehr konzentriert. Aber ich gebe mir Mühe für euch, meine Freunde. Und versuche hier das Beste draus zu machen. Aber das kriegen wir schon hin, Freunde. Ich glaube an euch und an uns und an unsere Beziehung. Ihr wisst schon, ne? Ja. Okay, wo war ich? Ich war beim Altar, oder? Altar. Was braucht ihr dafür? Halt, stopp, warum? Hab ich hier schon einen Altar gemacht? Das steht doch draußen, oder nicht? Steht der schon draußen? Den hab ich da hinten reingebaut, ne? Hier so eine hübsche Höhle gebaut. Da, genau. Ich brauche den Dagger auf Sacrifice. Genau, den Dagger auf Sacrifice. Und noch so einiges anderes. Gut, es wird grad dunkel. Oh, shit. Ich glaube, es hilft, wenn man das Bett neu hinsetzt. Meine ich zumindest. Schön von der Wand weg und rein damit. Oh, Chunk kommt zurück. Ja, es hilft irgendwie. Gut, damit kann ich leben. Ach, ich hatte die Sleeping Bag, das habe ich total vergessen. Nun denn, okay. So, Dagger. Uff, Sacrifice. Hatte ich die nicht schon gebaut? Glaube nicht. Und Glas, ne? Ja, da brauche ich mein Glas. Holy moly. Okay. Dagger of Sacrifice. Sehr schön. So. Add Blood Magic. Okay, lass uns mal so. Ich brauche als allererstes den Dagger, den habe ich. Meine Güte. Und dann brauche ich den Ding ins Altar. Wie heißt er? Demonic Crystal. Nein, Quatsch. Die Hellfire Forge. Eisen, 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 Steine, Steine, Gold. Mhm. Ein Eisenblock. Was noch? Gold, so. Hellfire Forge. Okay. So. Lasse ich die hier oder nehme ich die mit? Ich weiß nicht. Eigentlich kann ich die hier lassen. So. Als erstes brauchen wir, denke ich mal, ein Tartaric Gem. Gold, Glas, Lapis, Redstone. Gut. Hoppala. Gold, Glas, Lapis, Redstone. Gold, Glas. Ein Lapis und ein Redstone. Und ein Wille. Und zwar wie viel? Minimum, Minimum. Wir haben 3 zum Glück. Das ist unsere Power. Und die lassen wir jetzt da rein. Wunderbar. Können wir das da rein forgen? Nee, können wir nicht. Gut, wir haben noch 2 übrig. Wir können, kann man? Doch, den kann ich doch, wenn ich jetzt hier rechts klicke? Nee. Den rechtsklicke auch nicht, okay. Ah, ich weiß. Einmal hinwerfen. Und aufnehmen. So, jetzt haben wir hier 2,66 drin von dem Willen, den wir gerade hatten. Der ist jetzt in dem Tartigem drin. Und jetzt können wir den aufladen gehen, indem wir Monsterviecher töten. Dazu brauche ich natürlich noch das Schwert. 00, sehr gut. Eisenschwert. Und ja. Die Sticks habe ich sogar noch. Eisenschwert und ein Gem. Wir brauchen einfach nur ein Gem und kein. Also wird nichts verbraucht. Null kostet 0. Und. Halt, stopp, ich brauche noch einen zweiten davon. Okay, Moment. Einen zweiten davon. Noch ein golden Dingens und ein Lapis und ein Glas. Zack, 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 zack. Und einmal ein dämonischer Wille. Haben wir noch drin.
So, ein leerer Stein kombiniert mit einem Eisenschwert. Brauchen tun wir nichts, wir müssen trotzdem einen Tatadagem drin haben, einfach damit er drin ist. Und da haben wir unser Schwert, das ist sehr schön. Und jo, unser Steinchen kommt jetzt mit. Das legen wir erstmal jetzt hier alles ab. Das brauchen wir nämlich jetzt kurzfristig nicht. Das brauche ich. Das brauche ich. Jetzt habe ich doch echt davon zwei gemacht. Damn, okay, gut. Ich sage, ich bin nicht ganz bei der Sache, aber es wird, es wird. Es wird. Als erstes, was brauchen wir überhaupt als erstes? Ich überlege gerade, was machen wir nun als erstes? Vielleicht sogar das Gerät. Blankslate. Gut, dann brauche ich ein Steinchen. Habe ich noch Steine? Ich kann generell mal Steine brennen eigentlich. Habe ich noch sonst den einen Stein? Habe ich. Hier ist nichts mehr drin. Nope. Nope, nope, nope. Gut, dann, ja. Halt nicht. Ich brauche dann als nächstes, denke ich mal, die 8 Runen für den Altar. Und dafür jeweils, also 16 Slates. Das wird eh noch ganz witzig. Ein Slate, genau, den ersten, genau. Die erste, den Blatt auch, den ersten müssen wir noch machen. So. Erstmal ein bisschen Self-Pieksing hier. Sehr schön, es heilt so gut. Es macht Spaß. Okay. Die Sättigung heilt also das Schnelle, das ist gut zu wissen. Soweit, so gut. Das sollte wohl hoffentlich erstmal reichen fürs erste Slatechen. Das Slate kostet 1000 LP? Ich glaube schon. Danke. Und der erste Orb kostet einen Diamanten und 2000 LP. Das kriegen wir auch noch hin. Dir. Keine Creeper in meiner Bude, bitte. So. Das geht ganz gut eigentlich. Das sollte reichen. Das dauert, glaube ich, jetzt ein bisschen. Sehr schön. Die Säfte sind gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Finde ich gut. So, du bubbelst hier durch und das dauert. So ein kleiner Blätter ist echt langsam eigentlich. Ha, ja. Wie viel Attack Damage haben wir mit dem Schwert? Ein Attack Damage. Hui. Gut, das Gute ist nur an dem Sentinel Sword ist, dass je mehr Wille wir quasi in unseren Tatadagems besitzen, je mehr Schaden, also desto mehr Schaden macht das Ding. Das heißt, wenn wir irgendwann so einen richtig dicken, fetten Tatadagem haben, haben wir auch ein richtig dickes, fettes Schwert. Was gut ist. So, da ist unser Orb, den müssen wir einmal ansaugen lassen und schon gehört er mir. Und jetzt können wir ihn nutzen und alle sind glücklich. So, ich sollte, glaube ich, mal eben kurz noch ein bisschen Wille sammeln gehen. Oder, oh, nee, ich sollte fangen. Autsch! Das war dumm. Ein bisschen Früchte sammeln gehen, denn die brauchen wir jetzt für mehr Saft, denn der Saft ist irgendwie gar nicht so verkehrt. Yeah. Okidoki. So, das kommt auch mit hier rein. Wunderbar. Okay. Soweit, so gut. Was machen wir als nächstes? It. Blood Magic. Als nächstes machen wir unseren Incense-Altar. Der Incense-Altar ist quasi ein Booster für
unsere Lebenspunkte, beziehungsweise für den Altar, also wenn wir unter dem Einfluss von dem Incense-Altar stehen, haben wir quasi einen Bonus auf die Blutpunkte, die wir halt in den Altar geben. Unser Leben wird quasi, wie gesagt, glaube ich, 2 Herzen reduziert. Und diese Spanne von diesen, das sind glaube ich dann 8 Herzen, ne? Die wird dann quasi erhöht um Prozentzahl, dass halt potenziell mehr Blut in den Altar kommt. Und das ist ganz wunderbar. So Kohl, Charcoal, Cobblestone und gebrannter Stein. Habe ich noch Charcoal? Nein, aber können wir locker machen. So, also Cobblestone. Stone, Stone. Unseren Blood Orb. Und eine Charcoal. Schwupp. Schwupp. Incense-Altar. Jawohl. Und dieser tolle, tolle Incense-Altar kann noch weitere tolle Dinge. Ich überlege gerade, wohin damit, weil das Ding braucht nämlich eigentlich relativ viel Platz. Deswegen muss er wahrscheinlich hier irgendwie in die Mitte. Ich stelle ihn jetzt einfach erstmal hier hin. So, Mr. Incense-Altar, da sind sie nun und Fackeln. Damit können wir jetzt unser Dagger of Sacrifice verzaubern, wenn ich das Ding noch hätte. Wo ist es? Ach, da. Da ist es jetzt verzaubert. Wir sehen ja, ne, dass es anders aussieht als vorher. Das ist jetzt quasi unser Bonus auf unsere Blutpunkte. Und wir sollten mal ein Sigil, Divination Sigil bauen. Redstone im Alchemy Array. Achso, es ist die Kreide auf dem Boden, ne? Okay. Arcane Ashes. Dafür brauche ich 0, aber ein Dingens. Also, weiße Farbe, Kohle, Gunpowder, Redstone. Gut. Und es wird schon wieder dunkel. Nicht gut. Ach ja, ich vergaß. Ich habe ja einen Sleeping Bag. So, dann weiße Farbe, Gunpowder, Gunpowder, ich habe einen Creeperkopf, kann man den zu Gunpowder umwandeln? Nee, schade, das ging mal irgendwo packen erstmal. Kein Gunpowder für uns, so gar nicht. So gar nicht. Verdammt, dann müssen wir Viecher umbringen gehen, wa? Gut, waren hier nicht gerade noch 1000 Milliarden Creeper in dieser Höhle? Hm. Au. Da ist auf jeden Fall einer drin. Ist hier durch zu einer Höhle? Eigentlich nicht, oder? Ich habe kein Licht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, lassen wir es lieber erstmal. Und ich überlege gerade, wie man es am cleversten, ich weiß es nicht. Dann lassen wir es erstmal. Gunpowder. Wir warten bis zur nächsten. Ich warte bis zur nächsten Nacht. Und machen es dann am besten da irgendwo. Sind noch Creeper? Das ist gut. Gerade waren zumindest noch Creeper da. Na toll. Da ist noch eine. Falsche Richtung. Ach, hier drunter ist ja irgendwo eine verdammte Höhle, ne? Da muss ich auch mal irgendwie reinbuddeln. Wo könnte diese Höhle sein? Die muss ja direkt hier drunter sein. Irgendwo. Ah, da ist sie.
Nein. Ja. Hallo? Ist da jemand? Hey, nein, verdammt. Mist. Ach, das noch. Zwei ist uncool. Zwei ist gar nicht cool. Gar nicht cool. Überhaupt gar nicht cool. Nein, 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 nein. Man kann mich mal. Dankeschön. Okay, das wird so nix. Das ist blöd, blöd, blöd. Okay, dann halt nicht. Dann... Na. Krabbelt mich da schon wieder. Unfassbar. Halt nicht gut. Ich, gut, versuchen wir erstmal die nächsten, wie heißen sie hier, Runen. Ganz normale 8 Blank Runes baue ich. Die hier. Und da brauche ich jeweils 2 Blank Slates, also 16 Blank Slates, die ich im Altar machen werde. Und dann haben wir das nächste Tier, also die nächste Stufe vom Altar und können damit einiges machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.